Moin Leute, hallo, ich grüße euch. Heute soll es mal um das Thema Vitamin D gehen, und zwar um Vitamin D im Zusammenhang mit der Guaifenesin-Therapie. Ich möchte zuerst über die Situation in Deutschland etwas erzählen und im Anschluss möchte ich noch über meine eigenen Erfahrungen mit Vitamin D bei der Guaifenesin-Therapie berichten. Ja, es hat in der Vergangenheit diesbezüglich Verunsicherungen gegeben, denn es kam irgendwann in den letzten Jahren mal der Verdacht auf, dass Vitamin D das Guaifenesin blockieren könnte. Das ist aber nicht der Fall. Dann kam so diese Vermutung, dass Vitamin D hat ja die Eigenschaft, im Darm Phosphat und Calcium verstärkt aufzunehmen. Und da hatte man die Befürchtung, dass jetzt dieses zusätzlich aufgenommene Phosphat sich vielleicht einlagert, weil es nicht richtig ausscheiden kann und das vielleicht diesen Eindruck macht, als wenn eine Blockierung vorliegt, dass man also mehr Einlagerungen hat dadurch. Dafür gibt es aber nach meiner Kenntnis keine Bestätigung. Ich habe jetzt auch noch mal genau heute noch mal ganz gezielt in der GUAI Group, also in dem amerikanischen Forum, gesucht und habe darüber nichts gefunden. Das ist etwas, was sich so verselbstständigt hat. Das ist eine Vermutung, die wir hatten, die sich aber nicht bestätigt. Und wie gesagt, ich war im amerikanischen Forum und habe nochmal versucht, mir ein Bild zu machen, was denn dort über Vitamin D im Zusammenhang mit Guaifenesin berichtet wird. Und das möchte ich hier einfach auch nochmal aufzeigen. Es gibt eine Aussage von Claudia Marek, die ist aus dem letzten Herbst, also aus Herbst 2017. Da sagt sie, Vitamin D does not block Guaifenesin because it is not a plant or Salicylat. Also Vitamin D blockiert nicht das Guaifenesin, weil es sich nicht um eine Pflanze oder um ein Salicylat handelt. All vitamins are fine, alle Vitamine sind okay. If it has no plants added to it, it is fine to take. Also wenn nicht noch zusätzliche Stoffe zugeführt wurden, dann ist es absolut okay, man kann es verwenden. Das ist eine Aussage, die sie gemacht hat. Dann hat sie auch noch weiter gesagt in einer anderen Mitteilung, dass es keinen Zusammenhang, also dass es bisher kein Zusammenhang festgestellt werden konnte zwischen Vitamin D und Fibromyalgie. Es gibt zwar die sich überschneidenden Symptome, aber es wurde viel Forschung betrieben. Und man hat einfach keinen Zusammenhang herstellen können bisher zwischen den Beschwerden der Fibromyalgie und einem Vitamin D-Mangel. Nichtsdestotrotz hält auch sie es für wichtig, den Vitamin D-Spiegel überprüfen zu lassen. Der sollte in Ordnung sein, also das sagt sie auch, damit man einfach alle Möglichkeiten auch ausschöpft, dass man eben auch schaut, wie sind auch andere Hormonwerte, Schilddrüse, wie ist es mit Cortison und so weiter. Das sind alles Dinge, die man zusätzlich einmal testen lassen kann und eben auch Vitamin D. Schilddrüsenwerte hatte ich jetzt schon gesagt. Ja, das ist so das, was ich gefunden habe und damit ganz klare Aussage aus Amerika: Vitamin D blockiert nicht. Das ist deutlich von Claudia Marek genauso gesagt. Sankt Amang, ja. Er weist darauf hin, dass man Vitamin D nicht unkontrolliert nehmen sollte. Das ist auch wirklich wichtig, sondern nur, wenn man im Mangel ist. Und man sollte diesen Vitamin D-Wert wirklich auch überprüfen lassen und nicht einfach was nehmen. Und seiner Meinung nach ist es so, dass wenn dann der Spiegel stimmt, wenn der Vitamin D-Spiegel in Ordnung ist, dann reicht seiner Meinung nach eine Gabe von 1000 internationalen Einheiten pro Tag. Darüber gehen ja die Meinungen auseinander, wie viel nun nötig ist pro Tag. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel hält 800 Einheiten für ausreichend. Habe ich auch mal raufgeschaut. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt auf ihrer Webseite, die Vitamin D-Zufuhr über die Ernährung mit den üblichen Lebensmitteln reicht nicht aus, um die gewünschte Versorgung sicherzustellen. Das heißt, die Versorgung muss zusätzlich zur Ernährung über die Einnahme eines Vitamin D-Präparats sichergestellt werden. Bei häufiger Sonnenbestrahlung kann die gewünschte Vitamin D-Versorgung ohne die Einnahme eines Vitamin D-Präparats erreicht werden. Und
Das, denke ich, muss man auch berücksichtigen, dass man nicht einfach sagen kann, was weiß ich, jemand mit 50 oder jemand mit 60 braucht so und so viele Einheiten, sondern das ist auch abhängig von anderen Faktoren, worauf zum Beispiel jemand wie Professor Dr. Spitz hinweist. Das ist einer der führenden Experten zurzeit, was die Vitamin-D-Forschung angeht. Der sagt zum Beispiel, die Gabe ist einmal natürlich abhängig davon, wie stark ich mich denn überhaupt im Sonnenlicht aufhalte, wie gut ich das auch kann, aufgrund meiner regionalen, ja, der Regionalität. Und auch davon, wie viel ich wiege. Denn je mehr ich wiege, umso mehr Bedarf habe ich auch an Vitamin D, sagt Professor Dr. Spitz. Seiner Meinung nach reicht es aus, wenn man im Sommer 1000 Einheiten zuführt. Da ist er dann mit Amang im Einklang. Er sagt aber, im Winter sollte das mehr sein, 2.000 bis 3.000 internationale Einheiten, abhängig vom Körpergewicht. Und auch er sagt natürlich, wichtig ist die Kontrolle. Man kann zweimal im Jahr den Vitamin-D-Wert im Herbst und im Frühjahr bestimmen lassen und dann weiß man, wie man mit seinem Management da vorgehen muss. Ja, dann sagt er noch, er nimmt noch ein bisschen Stellung zu den Referenzwerten. Also wann ist man mit Vitamin D ausreichend versorgt? Da gibt es ja Referenzwerte, auf die komme ich gleich auch noch mal zu sprechen. Und er sagt, während hier angegeben wird, dass eine Versorgung mit 80 Nanomol pro Liter ausreichend ist, sind in Sonnenländern 135 oder bis über 200 Nanomol pro Liter völlig normal. Und ja, das ist natürlich auch ganz interessant, dass man so sagt, so Leute, die in Südeuropa wohnen und viel Sonne abkriegen, die haben viel, viel höhere Werte als wir hier in Norddeutschland. Deshalb kann es auch nicht unbedingt so falsch sein, wenn man mal nicht nur in diesem ganz unteren Bereich liegt. Ja, was ist noch wichtig zu wissen? Vitamin D ist eigentlich nicht wirklich ein Vitamin, sondern eigentlich ein Hormon, jedenfalls in der aktiven Form. Also die aktive Form ist ein Steroidhormon und hat dann auch eine hormonelle Wirkung, wie auch Cortison oder Testosteron zum Beispiel. Ja, und was noch wichtig ist zu wissen, da kann man ganz schnell ins Schleudern kommen. In Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland ist es so, dass das Vitamin D in zwei verschiedenen Einheiten gemessen wird und man muss immer ganz genau schauen, welche Einheit wurde denn hier jetzt genommen? Das ist abhängig von dem Labor, was die Blutuntersuchung macht. Da arbeiten nicht alle einheitlich, sondern es gibt zwei Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, woran sich dann so ein Labor orientiert, welche Einheit es nimmt. Aber es ist wichtig zu wissen, es gibt für das Vitamin D zwei Einheiten. Das eine ist Nanomol pro Liter. Da ist die untere Grenze ungefähr bei 75. Das mag auch mal 80 sein bei dem einen Labor oder 70 bei dem anderen, aber so 70 bis 80, das ist so der untere Referenzbereich bei Nanomol pro Liter. Und die zweite Einheit ist Nanogramm pro Milliliter. Nanogramm pro Milliliter, da liegt die untere Grenze bei 30. Bei manchen auch, glaube ich, bei 20. Also das ist ganz wichtig, dass man das nicht verwechselt, sonst denkt man, man ist im guten Bereich und ist gar nicht im guten Bereich, weil man das mit den Einheiten durcheinander bekommen hat. Darauf unbedingt achten. Ja, Vitamin D wird ja erst im Körper gebildet, mit Hilfe des Sonnenlichts und auch mit einer Cholesterinvariante, die nennt sich 7-Dehydrocholesterol. Da kommen auch noch weitere Stoffe dazu, die dann zusammen das Vitamin D, ich sag mal, entwickeln. Denn diese Bildung von Vitamin D, also von dem Hormon, was also hormonell wirkt, da durchläuft, da gibt es verschiedene Schritte. Und da können diese zwei Stufen gemessen werden. Und zwar einmal das Calcidiol, das ist dieser 25er Wert, 25 H Vitamin D3, das ist das Calcidiol. Das ist sozusagen die gespeicherte Form. Und dann gibt es eben noch die aktive Form, das Hormon Vitamin, das Hormon D. Das ist das Calcitriol.
Und das ist das 1,25-OH-Vitamin. Das ist jetzt alles ein bisschen viel, aber es ist einfach wichtig, dass man das weiß, finde ich jedenfalls, dass es zwei Werte gibt, die im Körper vorhanden sind. Einmal eine aktive Form, das ist das, was dann wirklich hormonell wirkt. Und dann gibt es eben die Speicherform. Die Speicherform ist das 25er, dieser 25er-Wert. Und das ist der, der meistens bei den Untersuchungen gemessen wird. Man kann aber beide messen. Der 25er-Wert zeigt also sozusagen den Vorrat an, das ist nicht wirksam, ist nicht aktiv. Und der 1,25er-Wert, der zeigt die tatsächlich vorhandene Menge des aktiven Hormons an. Ja, wenn man Glück hat, wenn man den Arzt überzeugen kann, werden beide Werte gemessen. Möglicherweise ist das sogar machbar, weil man das ja letztendlich auch selbst bezahlen muss. Und wichtig ist eben noch zu wissen, wenn jetzt der 25er-Wert, dieser Speicherwert, wenn der nicht genügend vorhanden ist, dann kann auch nicht genügend aktives Vitamin D gebildet werden. Es gibt auch in der Vitamin D-Behandlung oder in der Vitamin D-Therapie gibt es Behandlungen, bei der mit der aktiven Form therapiert wird. Das entscheidet aber der Arzt. Also da wird dann nicht das 25er, also das Vitamin D3 gegeben, sondern die aktive Form. Aber das ist eine Sache, die ein Arzt entscheidet, weil es manchmal bei manchen Personen einfach dazu Problemen kommt, aus dem Speicherhormon oder aus der Speicherform des Vitamin Ds die aktive Form zu bilden. Ja, so viel dazu erstmal. Und nun möchte ich noch kurz berichten, wie ich selbst mit dem Vitamin D umgehe im Zusammenhang mit der Guaifenesin-Therapie. Also ich habe da gar keine Angst, dass das Vitamin D mich blockieren könnte oder sowas. Das ist so eine Sache, die ist hochgekommen, die hat sich nicht bestätigt. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man wirklich sensibel mit dem Vitamin D umgeht. Und bei mir persönlich ist es so, ich habe ja Osteopenie, also eine Vorstufe der Osteoporose. Und ich habe mir ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange es ist her, ach, ich habe mich in den vergangenen Jahren immer mal wieder, habe ich mir mal was gebrochen, ich habe meinen Arm gebrochen. Das letzte war, dass ich mir eine Rippe gebrochen habe, als ich mit meinem Sohn gekuschelt habe. Ja, das sind alles, hängt alles damit zusammen. Und es ist bei mir persönlich in den letzten Jahren so gewesen, also seit vielen Jahren schon, dass ich mit diesem Vitamin D-Wert immer in diesem unteren Bereich hänge. Ich bin immer über oder kurz unter diesen 30 Nanogramm pro Milliliter. Da hangel ich immer so hin und her, dann kriege ich wieder Vitamin D, dann ist es wieder gut, dann wird mir nichts mehr verordnet. Dann, also ich habe ja jetzt nicht immer all das gewusst, was ich jetzt weiß. Ich habe das ja immer so gemacht, wie der Arzt gesagt hat. Und dann war ich wieder im Keller mit dem Wert, dann musste wieder substituiert werden. So, und jetzt habe ich gedacht, also das ist alles, das gefiel mir nicht, dass ich, weil ich ja trotzdem, ja zuletzt vor 2 Jahren diese Knochendichtemessung hatte, die nicht gut ausgefallen ist, die also genauso schlecht war wie 20 Jahre vorher oder 14 Jahre vorher, 15, ich weiß das gar nicht mehr genau, welcher Zeitabstand, auf jeden Fall irre lange her. Und darum habe ich gedacht, okay, es gibt ja einen Referenzbereich, der sagt, der Vitamin D-Spiegel darf zwischen diesem und diesem Wert liegen. Das sind also 30 wird als Nanogramm pro Milliliter wird als ausreichend betrachtet und 100 wird als obere Grenze angesehen. Und da habe ich gedacht, warum soll ich mich immer in diesem unteren Bereich abquälen? Ich sehe jetzt mal zu, dass ich in den höheren Bereich komme. Und wer weiß, vielleicht bringt das ja irgendwas auch an Veränderung. Und so habe ich mich in den letzten Monaten hochgearbeitet und habe also supplementiert. Und jetzt liegt mein Wert bei 63 Nanogramm pro Milliliter. Und mein Arzt hat jetzt gemeint, es ist gut, so kann das bleiben. Und jetzt geht es halt auch darum, rauszufinden, wie mein Tagesbedarf ist. Ich bin ja nun sehr groß und schlank. Ich brauche vielleicht gar nicht so viel. Das kann man auch berechnen lassen, aber da bin ich noch nicht fit. Sodass ich also auf jeden Fall sowieso jeden Tag Vitamin D zu mir nehme. Auf jeden Fall. Es ist halt nur die Frage, was ist mein Tagesbedarf, wie viel muss ich nehmen? Ja, und was ist jetzt passiert dadurch, dass ich nun in einem besseren Referenzbereich liege? Das muss man sich also jetzt auch wieder vor Augen halten. Ich habe also mehr von dieser gespeicherten Form, sonst nichts. Also mein Körper produziert Vitamin D nach Bedarf, das aktive
wird nach Bedarf produziert und Grundlage dafür ist natürlich, dass genügend von der Speicherform vorhanden ist. Deshalb sollte man auch, wenn man es irgendwie hinkriegt, versuchen, beide Werte zu bekommen. Daran kann man sehen, ob zum einen genügend Speicher vorhanden ist und zum anderen, ob genügend aktives Hormon vorhanden ist. Ja, also es ist bei mir nicht so, dass nun irgendwelche Wunder passiert sind, dadurch, dass ich jetzt in diesem höheren Referenzbereich liege. Die Frage ist immer, wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt langfristig weiter in diesem ganz unteren Bereich liege? Also ich habe nicht, es ist nichts passiert, wo ich sagen kann, wow, das hat ja richtig was gebracht. Das ist es nicht. Das Einzige, was wirklich auffällig ist, ich hatte am Finger seit vielen Jahren in einem der Fingergelenke, an dieser Stelle, hatte ich seit vielen Jahren eine Blase. Die hat sich irgendwann mal gebildet. Die war sehr störend, so beim Bewegen. Und bin da natürlich auch schon mal mit beim Arzt gewesen. Die Ärzte wussten nicht, was das ist. Meinten, es wäre keine Warze, es wäre vielleicht ein Mal. Und so habe ich dann versucht, einfach damit zu leben. Es gibt ja nun wirklich Schlimmeres, wenn man Fibromyalgie hat. Ja, und diese Stelle, die ist plötzlich verschwunden. Die ist wirklich, und die ist auch in ganz, also ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber auf einmal war sie weg. Und die ist nicht irgendwie langsam zurückgegangen, sondern plötzlich war sie weg. Das ist aber auch schon das Einzige, was ich an Beobachtung feststellen konnte. Es ist nicht so, dass ich jetzt den Eindruck habe, dass ich durch diese verbesserten Speicherwerte weniger Fibrosymptome habe. Trotzdem glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, für ausreichend Vitamin D zu sorgen, dass man das wirklich unter Kontrolle hat. Und wie gesagt, die DGE sagt auch, wir müssen supplementieren. Claudia Marek sagt auch, ihr müsst schauen, dass euer Vitamin D-Spiegel in Ordnung ist. Also das sollte man wirklich mal in Angriff nehmen, weil einfach das Vitamin D für viele, viele Prozesse im Körper benötigt wird. Es ist leider so, dass man das selbst bezahlen muss. Es wird nicht übernommen. Es kostet ungefähr 30 Euro, um die 30 Euro, die man sich da leisten muss. Aber ich rate das jedem, der das noch nicht gemacht hat oder der das lange nicht gemacht hat, einfach den Vitamin D-Spiegel überprüfen zu lassen. Und dann auf Anweisung des Arztes dann eben mit dem Vitamin D umzugehen, so wie der das empfiehlt. Und was noch wichtig ist, das habe ich jetzt vorhin, habe ich jetzt glaube ich auch schon ein oder zweimal gesagt, aber es ist einfach wichtig, dass das Vitamin D nicht unkontrolliert genommen wird. Also es sollte wirklich ein Blutwert vorliegen, denn Vitamin D ist ein fetteinlagerndes Hormon und Fettreserven hat jeder unendlich und darum ist also beim Vitamin D eine Überdosierung möglich. Man kann also in den toxischen Bereich kommen, wenn man das nicht überwacht und deshalb rate ich jedem, ja, das Vitamin D überprüfen zu lassen. Ja, und nun hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen so ein bisschen die Angst nehmen konnte zwischen diesem Zusammenspiel von Vitamin D und der Guaifenesin-Therapie, den Phosphaten, diesen verstärkten Einlagerungen. In der amerikanischen GUI Group ist darüber nichts zu finden. Und ich habe, wie gesagt, in den letzten Monaten meinen Wert deutlich erhöht. Ich habe auch unter dieser Zeit, ja, wie ihr wisst, mich selbst kartiert und habe keine Verschlechterungen verspürt. Im Gegenteil, ich habe ja parallel dazu das GUI erhöht und Verbesserungen in diesem kleinen Bereich, den ich selbst für mich abtasten kann, festgestellt. Okay, das war's. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und ich freue mich, wenn ihr euch irgendwie äußert in den Kommentaren am liebsten auf den jeweiligen Kanälen, wo ihr jetzt gerade zuschaut. Ich freue mich immer auf Rückmeldungen. Dankeschön und macht's gut.